Heute wollte ich mal ein Video darüber machen, wie man seinen Roller am besten und am schnellsten sommerfit macht. Das erste, was ich heute machen werde, ist die Ursache des Quietschens herauszufinden und das natürlich zu beseitigen. In letzter Zeit war dieses Quietschen nicht mehr vorhanden, aber trotzdem wollte ich mal gucken, woran das eventuell liegen könnte. Ich muss dazu bemerken, dass es nur bei Feuchtigkeit aufgetreten ist. So, jetzt nochmal eine kurze Rückblende, wie sich das immer angehört hat. Um herauszufinden, woran das liegt, werde ich natürlich mir meine Motorkomponenten mal angucken. Das Einzige, woran es liegen kann, ist entweder ja, irgendwas im Variomatikkasten. Entweder Kupplung, Variomatik, Keilriemen, ist immer dasselbe. Sind ja nicht so viele Teile. Dazu habe ich natürlich dann wieder meine wunderschönen Variomatik-Schrauben mit meinem wunderschönen neuen Akkuschrauber von Einhell gelöst. Nochmal nebenbei bemerkt, ich liebe diesen Akkuschrauber. Er ist im Grunde genauso wie der andere, ist halt einfach nur neu und ein bisschen überarbeitet und ja, der Akku ist halt ein bisschen größer. Also tipptopp Akkuschrauber, ich liebe ihn. Ich werde heute auch zum ersten Mal meinen neuen Akkuschlagschrauber ausprobieren. Da bin ich schon mega gespannt drauf. Ja, dann habe ich meinen Variomatikkasten gelöst. Ja, da an der Kickstarterwelle ist kein Fett. Das müsste ich eigentlich nochmal nachfetten. Dieses Lager im Variomatikdeckel, da hat mich einer gefragt, wie man das lösen kann. Das geht eigentlich ganz leicht. Um das herauszuholen, muss man das Lager von innen erhitzen, also von innen, nicht von außen, wo die Lackschicht drauf ist. Nicht dort erwärmen mit dem Heißluftföhn, sondern innen, wo das Lager ist, erwärmen und drumherum einfach mit dem Föhn erwärmen. Thermometer nehmen, gucken, wenn es bei ungefähr 100 Grad ist, kann man es mit einem Gummihammer von außen so leicht raushämmern. Oder mit einem Schlitzschraubenzieher so raushebeln, das geht. Und im gleichen Zug dann direkt das neue rein. Na, ist ja dann schon erwärmt, vielleicht nochmal kurz ein bisschen nacherwärmen und dann direkt das neue rein, fertig. Das ist total easy. Variomatikdeckel ist ab, sieht im ersten Moment alles normal aus, aber um alles abchecken zu können, müssen die Teile natürlich raus und dazu nehme ich meinen neuen Akkuschlagschrauber, juhu. Ich fange mal mit der Variomatikseite an, das ging jetzt echt total problemlos, man sieht direkt, dort kommen so Fädchen raus, das ist eine Schraubensicherung gewesen, ist auch vernünftig eine Schraubensicherung dran zu machen, das zeigt mir auch, dass die Variomatik noch nie abgenommen wurde. Die Riemenscheibe sieht alles ganz normal aus, im komplett originalen Zustand. Hier kann man was sehen, was ja schon die Ursache sein könnte. Da gehe ich später drauf ein. Ich gucke erstmal weiter. Als nächstes mache ich meine Kupplung ab mit meinem neuen Akkuschlagschrauber. Ja, auch hier ging das problemlos. Ich hätte hier die Glocke ruhig ein bisschen festhalten können. Auch hier sieht man so ein bisschen Staub rausfliegen. Das ist auch eine Schraubensicherung gewesen. Das ist auch ein Anzeichen dafür, dass diese Kupplung auch noch nie abgemacht wurde. Oh, ich liebe es, wenn der Roller oder wenn am Roller wenig bis gar nicht rumgebastelt wird oder wurde. Ja, dann habe ich die Kupplungsglocke abgenommen und als das erste, was ich sehen könnte, da ist ganz schön viel Schmodder drin, ganz schön viel Dreck mit Öl verschmiert und Wasser und Staub und alles mögliche, was da drin ist, also Sachen, die da auf keinen Fall hingehören. Die Sachen werden später auf jeden Fall gereinigt. Meine Kupplung, die habe ich erst gar nicht abbekommen, die war irgendwie, ja, hat sich irgendwie so festgefahren irgendwo. Da musste ich ein bisschen Kraft aufwenden, aber dann ging sie doch trotzdem raus. Oh, ist das herrlich, ey, wenn der Roller so unangetastet, so jungfräulich ist. Ich liebe das. Das ist so schön und ich will da auch nicht großartig was rumbasteln. Ich mache einfach nur ganz normale Wartung. Ja, das erste, was ich dann nach dem Abnehmen sehen konnte, die Belege sind total verglast. Das ist natürlich auch nicht cool. Das heißt, so nach 5.000, 6.000 Kilometern verglasen die Teile schon mal gerne. Das gehört auch zu guten Wartungen, dass man die Teile dann mal abschleift. Das mache ich dann später alles. Ansonsten sieht die Kupplung eigentlich ganz gut aus. Originalfedern, Originalkupplungsfedern, guter originaler, recht neuwertiger Zustand. Der Keilriemen sieht auch noch tipptopp aus. Da kann ich echt nicht meckern. Hier ist nochmal die Größe, falls es jemand wissen muss. Da schaue ich mir nochmal meinen Ritzel an, ob da alles in Ordnung ist. Aber da ist alles in Ordnung. Sonst hätte ich da schon längst was gemeckert und das schon längst bemerkt. Läuft alles total freigängig, geht wieder von alleine zurück. Also tipptopp. Die Riemenscheibe und meine Lüfterscheibe, da kann man sehen, da ist Dreck und dieser Dreck wurde so verwischt. Und das ist für mich ein Anzeichen, dass die Lüfterscheibe sich während des Betriebes
nochmal auf der Riemenscheibe bewegt bzw. gedreht hat. Und durch dieses Drehen wurde vermutlich dieses Quietschen verursacht. Man hätte jetzt auch vermuten können, ja, dieses Quietschen kommt von den verglasten Belägen von der Kupplung, aber nein, dieses Quietschen ist nämlich nur im Standgas zu hören gewesen. Sobald man Gas gegeben hat, war das Quietschen weg. Im Standgas haben die Kupplungsbeläge ja doch minimal Kontakt mit der Kupplungsglocke. Wenn der Reifen sich im Stillstand, also bei Standgas, langsam dreht, ist natürlich leichter Kontakt. Kann natürlich auch sein, dass es von den verglasten Belägen kommt, aber ich vermute eher, dass es von der Lüfterscheibe kommt. Also ich sag mal so, ist entweder oder vielleicht auch beides in Kombination, aber das eher nicht. Entweder oder. Eins von beiden. Aber das spielt ja jetzt auch keine Rolle, weil ich beides beheben werde. Dann habe ich mir natürlich meinen berühmten Brillux-Eimer genommen und dann noch ein paar alte Socken, Bremsreiniger und natürlich Schleifpapier. Ja, ich benutze jetzt immer meine ganzen alten Socken. Ich habe so viele alte Socken, ich schmeiß die ja nicht weg. Viele schmeißen nicht weg, wenn da Löcher oder so drin sind. Ist ja auch okay, ist ja auch normal, aber ich denke mir, okay, ich schraub ab und zu gerne schon und ja, dann kann ich die einfach als Lappen benutzen. Die sind natürlich sauber, ich habe die vorher gewaschen nochmal. Da habe ich mir ja meine Kupplung genommen und erstmal schön die Kupplungsbeläge richtig schön abgeschliffen, sodass die ganzen Verglasungen, Verhärtungen komplett sauber weg sind. Hier ist es wichtig zu beachten, dass man natürlich in Längsrichtung schleift. Das heißt, ne, von der Länge her, nicht von oben nach unten, sondern von links nach rechts, also längs. Ihr wisst, denke ich, was ich damit meine. Also in Laufrichtung, um es auf den Punkt zu bringen. Und ja, so sieht das schon mal super aus. Das mache ich dann mit allen Seiten, mit allen drei Seiten. Nachdem ich die dann komplett schön abgeschliffen habe, reinige ich dann die Belege auch nochmal schön mit Bremsenreiniger, damit die auch richtig schön entfettet werden, weil Fett und Dreck hat da nichts zu suchen. Dann noch mit der Socke schön abwischen und richtig schön sauber machen. Dann natürlich auch die Kupplungsglocke nicht vergessen. Erstmal den ganzen Schmodder da grob wegmachen. Dazu habe ich einfach ein bisschen Bremsenreiniger reingesprüht, das ein bisschen so einwirken lassen. Dann den ersten Dreck einfach mit der Socke rausnehmen. Das ist unfassbar, wie viel Dreck da drin ist. Voll eklig. Ja, okay, eklig ist übertrieben, aber es gehört da einfach nicht hin. Nachdem der erste grobe Dreck weg war, habe ich dann nochmal eine Schlussreinigung gemacht, nochmal schön einwirken lassen und dann mit einer sauberen Stelle von der Socke die Kupplungsglocke richtig schön sauber gemacht. Aber damit war es ja noch nicht. Ich habe bemerkt, dass die Kupplungsglocke, dort wo die Belege schleifen, relativ glatt geworden ist. Deswegen raue ich die Stelle dann nochmal an, damit die Belege später besseren Grip haben. Nachdem ich das ordentlich angeraut habe, mache ich noch eine Schlussreinigung, damit alle Schmutzpartikel dort endgültig verschwinden, die dort absolut nichts zu suchen haben. So, damit ist eine Fehlerquelle schon mal erfolgreich entfernt worden. Die Kupplung ist komplett fertig, gewartet. Als nächstes schnappe ich mir meine Riemenscheibe, die ist ja auch total verdreckt, da einfach mit Bremsenreiniger ein bisschen drüber eine alte Socke nehmen und dann schön sauber machen. Sieht gut aus. Natürlich von innen dasselbe auch, dort wo der Keilriemen läuft, dort muss auch alles schön blitzblank und sauber sein und komplett entfettet. Ja, dann legt man die Geschichte zur Seite. Und man begibt sich dann mal zur Variomatik. Dort hole ich mal meine Kontrollscheiben raus und gucke mir jetzt einfach mal meine Variomatik an. Hier interessieren mich vor allem die Variomatik-Gewichte, weil die wurden, glaube ich, noch nie gewechselt. Die sind jetzt schon 6000 Kilometer alt. Da bin ich echt gespannt, wie die nach 6000 bzw. 6500 Kilometern aussehen. Da nutze ich die Gunst der Stunde und gucke einfach nochmal in den leeren Block. Da sieht alles super aus. Keine Späne. Ja, ein bisschen Dreck ist immer drin, ne? So ein bisschen verölt, so ein bisschen Ruß und Abgasdreck und alles Mögliche. Die Kurbelwelle, die ist auch schön fest. Da ist nichts locker. Das heißt, dass die Lager in Ordnung sind. Bin ich echt zufrieden mit. Die Variomatik sieht im ersten Augenblick auch normal aus, außer dass sie dreckig ist, mache ich natürlich gleich sauber. Die Laufflächen, die sehen auch alle super aus, da dürfen auch keine Macken oder spitze Ecken oder Kanten drin sein, weil sonst gehen die Variomatikrollen ja sofort kaputt, deswegen einfach mal mit dem Finger immer drüber gehen, gucken, ob alles glatt ist. Meine Variomatikgewichte, die sehen auch noch echt super aus, also nach 6.500 Kilometern hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass sie noch so top aussehen. Überhaupt nicht eckig, schön rund. Ich habe sie jetzt nicht gemessen, aber ja, vom Fahrverhalten ist da eigentlich
kann man da nicht meckern, deswegen lasse ich die jetzt auch erstmal drin. Einer hat gefragt in den Kommentaren, ob ich schon mal diese Polygongewichte ausprobiert habe. Nein, die habe ich noch nicht ausprobiert, aber die will ich unbedingt ausprobieren und die werde ich mir zusammen auch mit dem Torsionscontroller bestellen. Und natürlich werde ich auch ein Video darüber machen und euch natürlich Bescheid sagen. Diese Gummileit, wie heißen die nochmal? Diese dreieckigen Plastikteile. Auf jeden Fall sind die auch noch in Ordnung. Dann werde ich natürlich jetzt nochmal eine Variomatik schön sauber machen und entfetten. Es gibt natürlich auch ältere Variomatiken, die noch mit Fett laufen. Die haben aber auch noch so einen Fettauffangring, der so angeschraubt ist. Die alte TPH zum Beispiel hat sowas noch. Aber heute laufen die Variomatikgewichte ja ohne Fett. Und deswegen gehört da überhaupt gar kein Fett dran. Überhaupt an die Variomatik gehört absolut kein Fett dran. Manche fetten die Hülse oder das Gleitlager an der Variomatik. Nein, auf keinen Fall. Dieses Fett spritzt überall hin, auch an die Lauffläche von der Riemenscheibe und so weiter. Das gehört da einfach nicht hin. Wo Fett aber allerdings hingehört, ist an die Lager dort, wo der Wandler ist. Dort innen drin sind nämlich Lager, da tut man schon gerne mal ein bisschen Fett rein. Aber ansonsten in den Motorkomponenten kein Fett. Ja, die Hülse ist blitzblank, sieht aus wie neu danach. Dann natürlich die Variomatik sauber machen, schön von überall in allen Ecken reinspritzen, die Laufflächen schön sauber machen, ganz wichtig, so gut es geht. Am besten vielleicht noch ein paar Q-Tips nehmen oder so einen Pinsel, so einen dünnen Pinsel, hatte ich jetzt gerade nicht parat. Die Lauffläche von der Variomatik auch noch mit einer anderen zweiten sauberen Socke sauber machen. Leute, ich empfehle es euch, ne? Schmeißt eure alten Socken nicht weg, benutzt die als Lappen. Oder auch so alte zerrissene T-Shirts oder sowas, ey. Das sind perfekte Lappen. Die könnt ihr dann noch einmal benutzen und dann halt wegschmeißen. Weil Altkleider, Spende und so weiter bringt auch nichts. Wer will denn alte zerrissene Klamotten anziehen, auch wenn sie sauber sind? Die könnt ihr ruhig als Lappen benutzen. So mache ich das immer. Ich habe nämlich so ein System, so ein T-Shirt-System. Neue T-Shirts, die ziehe ich natürlich nur draußen und Arbeit und so weiter an. Oder wenn ich mal auf einer Feier bin. So mittelmäßige T-Shirts benutze ich dann für Sport oder so zum Schrauben. Oder ihr seht da, ich habe auch so Löcher in meinem Sweatshirt. Unauffällige Löcher oder sowas. Oder die gerade noch so durchgehen, die benutze ich auch zum Schrauben. Und so ganz alte Shirts, wo Löcher und so schon drin sind und so, die benutze ich zum Schlafen. Na, aber die sortiere ich dann nach und nach als Lappen dann aus. Genug des Guten, dann natürlich noch die Stegscheibe sauber machen. Da kann man nicht viel zu sagen. Einfach schön mit Bremsenreiniger alles tipptopp, blitzblank, perfekt sauber machen. Ja, im Grunde war es das auch erstmal. Das war so der erste Check, um den Roller sommerfit zu machen. Dann natürlich einfach alles wieder zusammenbauen. Festmachen, aber richtig zusammenbauen, den Keilriemen zum Beispiel richtig einsetzen. Variomatikgewichte in die Variomatik einsetzen. Diese Gleitschuhe heißen, die Gleitschuhe ansetzen. Die sind auch noch in Ordnung, aber ich muss sagen, die Malossi Multiva 2000, Mova 2000, die ist qualitativ einfach besser als die Originale. Ist einfach so. Also ich lasse die Originale jetzt drin, weil für mich macht das nun, also die Mova 2000 macht, das ist schon ein deutlicher Unterschied, aber mir ist das jetzt im Grunde relativ egal. Ich lasse sie jetzt einfach drin, weil die Originale ist auch gut. Die ist ja nicht schlecht und deswegen. Vergesst die Kontrollscheiben nicht, ganz wichtig, damit der Keilriemen vom ersten Gang auch startet. Guckt aber drauf, dass trotzdem die Riemenscheibe richtig auf der Verzahnung drauf sitzt. Bei mir sitzt sie nur halb drauf, das ist eigentlich nicht so gut, weil der Verschleiß dann zu hoch ist. Das hat auch einer in den Kommentaren gesagt. Guckt, dass ihr nicht so viele Kontrollscheiben nehmt. Ich habe jetzt drei. Ich hätte lieber eine weglassen sollen, aber ich bin damit jetzt ungefähr 2000 Kilometer gefahren, problemlos, ist nichts passiert, aber der Verschleiß ist natürlich viel höher, als wenn die Riemenscheibe komplett auf der Verzahnung drauf wäre. Ne? Also seid euch dessen bewusst. Wenn die Riemenscheibe zum Beispiel nur noch ein Drittel auf der Verzahnung ist, dann kann es schnell passieren, dass sich das abnutzt und die Kurbelwelle dann kaputt ist. Dann könnt ihr euch eine neue Kurbelwelle kaufen. Na, also seid euch dessen bewusst, vor allem auch wenn ihr einen stärkeren Zylinder drauf habt, mehr Drehmoment, dann kann das passieren, dass das ruckzuck kaputt geht. Ja, dann habe ich alles erstmal so handfest zugemacht und mache das jetzt mit meinem neuen Akkuschlagschrauber fest. Aber ich liebe das Teil und es funktioniert auch wunderbar, problemlos. Normalerweise sollte man diese Muttern mit einem Drehmomentschlüssel festziehen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch das Drehmoment sein soll, aber ich denke mal so 20, 30 Newtonmeter sind das mit Sicherheit. Aber ohne Gewehr, ich weiß es nicht zu 100%. Ich mache jetzt einfach mit 2, 3 Schlägen die Mutter so dicht. Das habe ich bisher immer so gemacht.
aber trotzdem auf Nummer sicher gehen, Drehmomentschlüssel benutzen. Ja, und dann den Varu-Deckel drauf machen. Ich tue die Schrauben dann einfach lose rein und ja, schraub die Schrauben dann mit meinem neuen Akkuschrauber rein. Ich hatte jetzt leider vergessen, ein bisschen Fett in die Kickstarterwelle hineinzutun. Das werde ich dann zu einem späteren Zeitpunkt mal machen. Wahrscheinlich dann nächstes Jahr bei der nächsten Wartung. Aber das ist ja eh egal, weil ich den Kickstarter eh nicht benutze. Ja, jetzt noch ein kleiner Test, ob der Roller überhaupt anspringt. Das ist ja ritualmäßig bei mir immer so. Wenn ich irgendwas am Schrauben bin, ich gucke, ob der Roller danach läuft. Damit keine böse Überraschung ist, falls ich irgendwo mal eilig habe und den Roller anmache und der springt dann nicht an. Deswegen teste ich das nach jedem Schrauben, ob der Roller auch angeht. Ja, das war so meine Wartung. Das war's aber noch nicht. Ich hatte ja gesagt, ich will auch noch gucken wegen der CDI, ob da eine elektronische Drossel ist. Ich wollte mir auch nochmal den Ansaugstutzen angucken und den Vergaser reinigen, aber das mache ich beim nächsten Mal. Sonst wäre das an dem Tag einfach zu viel gewesen. Daher, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao!